Bin ich so, als wäre ich nicht hier zu Hause? Ich weiß nicht, ob es das auf jetzt noch. Ich hau einfach mal 100 da rein. El Salvador ist scheiße. Mal Pause. Ich glaube, denen fällt das nicht auf. Wenn ich... Ready to move. Noch irgendwelche Pläne? Nein. Und weiter. Okay, jetzt geht's ab mit Griechenland. Dann geht's jetzt los. Will ich nichts sagen, aber es kann sein, dass die nicht mehr so viele Truppen haben. Also die Alliierten. Ah, die haben noch, die drücken jetzt gerade durch Persien durch, sollen sie mal machen. Kein Problem. Ja, ich meine, so also die richtigen. Das ist nämlich so beschissenes Gelände, da können sich mal ein Truppen ruhig zurückziehen, kein Thema. Weißt du, wie ich meine? Ja, versteht schon. Ja, da habe ich mich zuerst mit Frankreich gebattelt. Wie getan. Erledigt. Also ich habe freie Militärfabriken, aber ich weiß gar nicht, was ich bauen soll. Ich muss den nächsten Panzer forschen. Also Honduras hat kapituliert. Da, so gut wie befreit. Jetzt muss ich nur noch da sehen, was sie haben. Was mit Polen? Pushst du da jetzt ein bisschen mit oder? Der Plan ist schon, aber ich verliere da. Schau, ich habe hier schon 9 Panzer verloren. 9 Panzereinheiten. Ich meine, die oben stehen. Wo denn? Ich bin überall Panzer von mir. An der ganzen Front. Da stehen 22 Infanteriedivisionen, 14. Ja, das sind 25 für Finnland. Ich bin an der polnischen Grenze. Nein. Nach oben. Stehen direkt in Finnland. 21, 24. Hä? Nein. Ich hab nur Panzer da. Bei dir. Nein, 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 nein. Guck mal, russisch-polnische Grenze. Ja, die ist groß. Oben an der Ostsee, unterhalb Königsberg. Da stehen 22 Infanteriedivisionen und 14 Gebirgsjägerdivisionen. Sind nicht meine. Meine? Oh Gott, das sind meine. Ja, denkst du mir doch. Kenn doch meine Pappenheimer. Ja, aber ich verliere hier oben echt Truppen, weil. Keine Ausbau. Aber es geht Stück für Stück.
das, dass man da Truppen verliert. Ja, das ist ein bisschen blöd, ne? Also Kontingente, dass sie nicht aufgefüllt werden. Gefällt mir nicht, dass die sich da zurückgezogen haben. Ich schau kurz nach, ob ich auch Großkampfschiffe schon bauen kann und dann baue ich Iowa bauen. Ja, ich baue mal Iowas. Iowas. Gut, aber ich baue mal die Iowa-Klasse aus. Gute Franzose greift in Polen an. Weiß der, wo er seine Dinge hingezogen hat? Seine Armeen. Listen up. Move out. Werden meine Leute oben vom Finnland runter. Ja, hilft auch nichts. Und so eine schlechte. Das, selbst das hilft nichts. Was weiß ich was. Was machen wir denn? Wir brauchen jetzt einen Plan. Werden wir da angreifen lassen. Ja. Ansonsten können wir den Krieg auch verlieren, theoretisch. Wir können auch den Krieg verlieren. Deswegen habe ich gesagt, die haben noch nichts verloren. Ja, eben. Sie haben nur rumgeweint. Könnte, was ich werde jetzt probieren, Portugal zu erobern. Das letzte davon. Ja, kannst du machen. Yes, sir. Ready, sir. So, das geht. Ah, wie sieht's mit China aus? Nope. Sind jetzt zu 58% kommunistisch. Geht immer noch nichts, ne? Haben wir ein paar Punkte gut gemacht oder eher nicht? Ah, geht so hin und her. Heißt heiß. Deine Putzgarde, wo du drin bist, wirst du da durch oder nicht? Dein Penis, den du da geschaffen hast, das wird dein General gemacht haben, ne? Sieht's mit der Luftüberlegenheit aus? Ne, haben wir auch nicht. Mich würde mal interessieren, wie viele Flugzeuge da sind. Aber das will ich gar nicht wissen. Dass da alle kämpfen. Ich stock mal deine Flugzeuge da ein bisschen auf. Ein wenig.
Paul einzelne Geschwader zu machen. Ich habe jetzt 1900 Flugzeuge da nach Ostpolen geschickt. Wird gelb. Bauer, Mann. 2150 habe ich jetzt. Auftragseffizienz sind wir bei 69%. Die starten erst jetzt so langsam. Ja, aber jetzt kann es was werden. Stück für Stück. Ich nenne einen genauen Bericht. Gott. Also ich habe da auch schon 1000. Also. Ja, siehst du, keine Ahnung, wie viele da reinstecken. Das nicht, ne? Aber die werden halt Herr Radar zu ihren Gunsten. Gerade nicht sehe es. Nein, gehst du da rein? Irgendwo sind meine Leute hin und ich weiß nicht wohin. Ich habe ja nur 11 Divisionen. Ich finde die gerade nicht mehr. Ach, die sind wahrscheinlich draufgegangen. Ja, die sind draufgegangen übers Meer. Das sind Panzer. Ja, Deutschland und Frankreich pushen ganz schön hart mit Panzern da oben bei Polen, aber alles gut, alles geht schön. Wo ist denn die Verteidigungslinie? Also, noch erobern sie ja nichts, oder? Ja, die erobern das alte deutsche Gebiet quasi zurück, ne? Eher im Norden oder eher im Süden? Norden, Norden. Norden pushen sie halt mit Panzern. Ich will Bescheid sagen, Okay, sag du. Niederbayer wurde gerade angerufen, der ist mal 5 Minuten weg. Müssen wir mal auf Pause bleiben, wenn es geht. Okay, ist gut. Alter Schwede, was hast du denn deine Flotte da hergeschickt? Meinst du jetzt? Ja, IPS. Ja, sollen wir das noch hören oder sollen wir schon gehen? Nee, das reden mit dir, IPS. Ja, wir können ja ein bisschen schnacken diese Zeit. Ja, oder? Natürlich, natürlich. Wir haben gesagt, ja, wir haben schon verloren. Ja, ja. Das war alles gar nichts verloren. Wir haben nur gedacht, dass diese Kanada-Geschichte besser funktioniert. Ja, das hätte, die Versorgungslage war ja wirklich. Oh. Also, das ging gar nicht. Problem. Ja, haben wir gesehen. Weil bloß unsere haben sich ja teilweise gar nicht mehr bewegt, weil sie keine Versorgung mehr hatten. Ich hatte nur Infanterie oben, weil ich wusste, dass Kanada nur Laub und Wald ist. Ja, wenn die Kanadier mal Straßen bauen, hätte das super funktioniert. Ja. Das war recht übel, ja, ja. Aber da, was meintest du jetzt mit der Flotte? Ja, 462 was? Schiffe schickst du daher, hallo? Ja, ich will gewinnen. Ja, ich will gewinnen. Lächerlich. Vor allem, ich habe gesehen, Mittelmeer, das fand ich total genial. Ich habe mit Torpedobombern irgendwie die 2 Flugzeugträger und einen Schlachtkreuzer von dir versenkt. Ja, das war so. Einfach nur so immer vorbeifliegen. Das Krasse ist, ich hatte doch im Mittelmeer. Wo sind jetzt meine ganzen Flugzeuge hin? Warum? Ja, die fliegen doch noch.
Aber ich habe hier keine Lufthoheit. Nee. Ja, natürlich nicht. Ja, was heißt da natürlich nicht? Oder 2000 ja, ich weiß, warum du keine hast. Ich habe da 2000 Flugzeuge. Ich sehe es, dass ich keine habe. Und ich denke, es sind feindliche Flugzeuge. Muss man kein Genie sein. Aber ich habe da trotzdem sehr viele. Ah, Wahnsinn. Vor allem, was hat denn der Irak mit euch gemacht? Der Irak ist voll stark, Alter. Also, die gehen voll ab, ohne Scheiße, ey. Fang niemals Krieg mit dem Irak an. Was ist denn da los? Ey, ich hab mich vorhin voll gewundert. Weißt du, erst sieht's gut aus und dann... Ja, ich weiß nicht, was Sharky macht. Sharky zieht meine Einheiten organisatorisch komplett in den Dreck. Und seine Einheiten sind auch kacke. Ich verstehe das nicht. Auch das haben wir gesehen, ja. Das ist der Wodka, ja. Muss so sein. Das ist Wahnsinn, ist das. Aber ich hoffe, euch geht's auch dreckig. Nö, uns geht's eigentlich ziemlich gut. Außer Frank. Frank hat ein bisschen in Kanada ein bisschen was verloren. Ja. Ich hab die Einheiten aufgelöst, bevor du sie vernichtest. Das ist Schmach, werde ich nicht tun. Cheaten? Vielleicht schon. Die Ausrüstung ist trotzdem weg. Ja, mein Gott, aber... Waren ja nur 10 Panzerdivisionen, mein Gott. Ja, Frankreich hatte genug, die haben seit 20 Jahren aufgebaut. Das ist richtig. Ja, in Summe, sagen wir rein, wir haben mehr Verluste. Wir haben doppelt so viele Verluste, mehr als doppelt so viel. Was, Chucky hat schon 2,5 Millionen Mann verloren? Ja, ja. Das ist übel. Weißt du, bevor ich jetzt geguckt habe, dachte ich, wir hätten mehr Verluste wegen dieser Kanada-Geschichte. Ja. Nee, die polnische Grenze, da reibt uns auf. Ja, wir haben eigentlich gedacht, okay, Polen wird überrannt, aber... Ja, habe ich auch gedacht. Ja, aber die Polen waren beschäftigt mit Autos klauen und haben auch ihre Straßen nicht ausgebaut. Weißt du, was die Polen die ganze Zeit machen? Was denn? Die Polen haben einen großen Teil ihrer Armee im Atlantik rumfahren. Die Polen haben in Kanada unseren Rückzug gedeckt, teilweise. Ja, an manchen Stellen. Also ich habe das gar nicht gesehen. Ich muss jetzt da den Vorstoß aufhalten in Polen. Wahnsinn. Nicht der Schalke von Polen erobert wird, meinst du? Ja gut, ich will gar nicht wissen, wie viele Einheiten da stehen gerade. Also ich sehe ja einen großen Teil davon, aber... Aber ich hätte auch nicht gedacht, dass Polen sich hält. Ich habe Polen schon abgeschrieben von Anfang an. Ja, wie gesagt, Sharkys Einheiten können kaum angreifen, weil sie keine Stärke haben. Ist ja... Also keine Organisation. Die greifen an, auf halbem Weg drehen sie wieder um. Oh, Spettes leer. Rückfahren, tanken. Ja, so wie ich das aber sehe, habt ihr auch mega Probleme, was Attrition angeht. Was? Verschleiß. Na, an allen euren Truppen ist ein Totenkopf dran. Ja, das ist, wie gesagt, keine Ahnung warum. Bei dir geht's ja noch, André. Ich weiß gar nicht, warum das bei Sharky so schlimm ist. In einem Sektor, deine Division hat 10% und bei Sharky 59%. Ja, 59, das ist, weil meine Logistikdivision dabei hat. Gut, man muss aber auch dazu sagen, dass ich hätte vorhin fast 60 Divisionen von euch abgeschnitten. Da waren 60 oder 64 Divisionen auf einer Provinz gestanden. Ich meine, wie sollen die versorgt werden? Was willst du auch? Ach, du kannst nicht runtergehen, weil du... Okay, ja, er so. Konnte nicht runterkommen, weil er kein Admin ist. Achso, Sharky ist ja noch telefonieren. Ja. Ja, eben. Ja, krass. Dann würde ich sagen, bis Weihnachten sind wir in Moskau. Das habe ich doch schon mal gehört irgendwo. Ja, dann kommt der Winter und dann ist wieder ja, in so einem Buch über ein Paralleluniversum. So ist es. Ja, es wird da noch ein bisschen länger dauern. Ohne Mist, ich habe echt gedacht, überrennt uns jetzt einfach. Ja, das wusste ich von Anfang an, dass das nicht so ist. Es ist viel schwieriger. Ja, ich habe die ganze Woche oder die ganzen Wochen jetzt davor, habe ich immer wieder zu Frank und zu Niedermeyer gesagt, dass gerade Frank rumheulen soll, bis zum geht nicht mehr. Aber Frank gar nicht mehr beachtet, hat kein Mitleid. Weil die europäischen Länder sind stark. Sie sind zwar klein, aber sie sind stark. Die können viel Industrie aufbauen. Das Einzige ist halt das Problem, Mannstärke wird irgendwann kommen. Aber das Problem bei uns war eher das mit dem Bündnis. Ja, aber wir haben jetzt eine Lösung gefunden, dank Polen. Ja. Wie habt ihr das gemacht? Braten wir nicht. Ja, wir können ja jetzt kämpfen alle. Wir haben ja jetzt, jeder von uns hat eine Front mit Polen, da Polen nicht vernichtet wurde. Ja, das stimmt. Eben.
Und interessanterweise kann ich auch von deutschem Gebiet aus angreifen. Ja, wollte ich eben, ist mir auch gerade gekommen, als ich jetzt am Telefonieren war. Wie ging das überhaupt? Stimmt, ich hab ja Ostpreußen zurückerobert. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Weil rein theoretisch ist jetzt mein Gebiet und wir sind zwar. Vielleicht das auf mein doch, Gebiet sein, aber eigentlich nicht. Der Feind meines Feindes ist mein Freund, ich weiß es nicht. Scheiße, das hätte ich euch auch sagen können. Ich hatte das schon mal, wo wir diese Black Ice Mod gespielt haben, also wo ich den Singleplayer gespielt habe, da bin ich mit Deutschland nach Russland gegangen und habe voll aufs Maul gekriegt. Und dann kam dann der Ami, der sich mir angeschlossen hat, hat sich auf mein Gebiet gestellt und meine Grenze verteidigt. Okay. Obwohl wir nicht im Bündnis waren. Okay. Weil der Ami hat zwischenzeitlich den Russen den Krieg erklärt, dann hatten wir beide unabhängig voneinander Krieg. Aber wir hatten auch Durchgangsrecht und da konnte der auf meinem Gebiet kämpfen. Ja, weil das war nicht, wenn wir gewusst hätten, da sind jetzt 200 Divisionen sinnlos an der polnischen Grenze gestanden und gewartet, dass der Russki kommt. Ja, vor allem, sie stehen immer noch da. Die werden jetzt abgezogen. Ich war nur nicht sicher, ob das klappt, aber die kann ich jetzt alle nachziehen. Dann heißt es Volldampf voraus. Ich sage mit Kanada, das ärgert mich ein bisschen. Ja, das hätte besser klappen können. Ja, warum kämpft ihr überhaupt gegen mich? Ihr wisst, dass ich für alles einen Plan gemacht habe. Wenn die Versorgung gestimmt hätte, würde ich einfach überrannt. Ich habe seit 4 Jahren stehen da 500.000 Mann und warten darauf, dass Kanada in den Krieg eintritt. Wir hatten ca. 3-4 Millionen Mann da oben. Echt? Nur so, um dich zu informieren. Wir hatten unsere gesamten Streitkräfte da oben. Wir alles. Hatten nichts mehr in Europa. Ja, ich habe dann gesehen, wie ihr gerannt seid. Also, das aber ich habe nicht gecheckt, wo habt ihr denn die abgezogen dann? Ich glaube, der rechte Zipfel vom Vereinigten Königreich hat viele rausgebracht. Und vor allem da... Direkt in der Bucht da drin, wie heißt das? St. Lawrence. Das ja, genau, genau. Ja. Ich bin nicht schnell genug hingekommen. Weißt du, ich hab einen Plan gemacht für Kanada, dass der General das macht. Und natürlich habe ich mir gedacht, okay, das dauert ewig, bis das übernommen ist oder bis das in den Krieg eintritt. Machst du mal bis zur Hälfte. Und dann habe ich nicht mehr drauf geschaut und dann sind die Idioten stehen geblieben und haben nicht ganz Kanada erobert. Und dann musste ich den Scheiß auflösen, weil die unendlich blöde Truppen hin und her geschickt haben und wieder einzeln klicken. Und das mitten im Krieg, das wäre... Ja. Andere Frage. El Salvador, hast du da schon mal irgendwie Krieg gerechtfertigt oder was, weil die so viele Truppen haben? Nee, habe ich noch nie gemacht. Ich weiß nicht, warum die 50 Divisionen gemacht haben. Naja, die haben sogar ein bisschen mehr wie 50 Divisionen. Wie habt ihr die auf eure Seite gekriegt? Ich weiß auch nicht, die haben plötzlich angefragt. Ja, aber die sind scheiße. Also die gegen meine 5 Mountaineers, die können nicht angreifen, die kommen nicht durch. Aber ich muss jetzt da rein, das hat der Dreck. Ja, aber die breiten sich ziemlich aus. Ja, das ist nur Honduras, was sie da noch überrennen. Ja, quasi. Trotzdem. Also El Salvador. Das fällt mir doch die Szene von den Simpsons ein. Also das hat man davon, wenn man Pazifik, Atlantik und Mittelmeer abdecken muss. Hätte ich meine ganzen Flotten zusammen gehabt, dann hätte ich deine weggefickt. Wie viele Schiffe hast du denn? Ich habe 800 wahrscheinlich. Eben. Ich habe, 149 Schiffswerften. Okay. Was sagst du? So, jetzt allgemeine Belustigung. Aber ich muss sagen, meine Flugzeugträger, die haben eine Killliste von Schlachtschiffen, das glaubst du gar nicht. Ja, das glaube ich dir sofort. Du hast ja 11 Flugzeugschiffe. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Schau, die haben ja in Küstennähe gekämpft und ich habe da, ich glaube, 10.000 Flugzeuge und Marinebomber, die ganze amerikanische Küste. Denkst du, ich nicht? Ja, aber die amerikanische Küste abdenken und du hast nur 957 Flugzeuge auf deinen Trägern, auf deinen 11. Ja, ich habe aber in Neufundland einen 10er Flughafen gebaut mit 2000 Flugzeugen und da habe ich dann Luftunterstützung gegeben ohne Ende. Ja, aber ich habe in New York einen 10er Flughafen, in New Jersey, in Pennsylvania, gut, da ist weniger. Ich habe Virginia. Ja gut, okay, sagen wir anders, ich habe einfach die besseren Flugzeuge. Neuengland. Ich check das nicht, ich habe die doch auch voll ausgebaut. Oder habe ich da bei der Forschung geschlagen? Ja, aber ich baue die schon seit 40. Ach shit. Ja, ich habe bei der Forschung, ich habe die P-80 Shooting Star nicht, sehe ich gerade. Ich habe keine Ahnung, was die P-80 Shooting Star ist. Die 1945er Jäger habe ich noch nicht gemacht. Passt nicht. Nee. Ja, wobei was ich muss sagen, der 45er Jäger ist glaube ich sogar schlechter als mein 44er Modell. Ja, ich habe die natürlich auch ausgebaut. Also. Ja, ist gut, ja, aber ein 45er ist, der frisst weniger Aluminium, der muss ich sofort forschen. Hab leichte Aluminiumprobleme, aber nur ganz leicht. Minus 15.
Ich habe 561 Einheiten Aluminium zum Handeln. Handelsanfrage ist raus, Frank. Was die Esten, estnische autonome SSR kommt. Ah, kämpft gegen die Königreich Italien. Was? Italiener kämpfen da gegen die Esten. Bei mir im Atlantik. Nee, im Pazifik. Im Atlantik. Ich wusste schon, dass ihr kommen werdet, um mich versuchen zu holen. Dass Niederbayer diese Linie halten soll und dass ihr hier rankommt. Ja, ja, ja. Kapunker entlang der kanadischen Grenze. Das habe ich gesehen, ja. Solltet das ist auch schon ziemlich früh. Ja, ja. Wenn man fast 300 Zivilfabriken hat und die ganze Zeit steht, sie haben freie Zivilfabriken, sie haben freie Zivilfabriken. Was machst du dann am Ende? Bunkerbau. Baust du irgendeine Scheiße, ja. Ja, eben. Das ist halt der Dreck. Ja, ich weiß nicht, wenn Schalke da seine Grenze nicht unter Kontrolle kriegt, wird das kritisch. Ich hole mir mal kurz noch schnell was zu trinken, solange Schalke weg ist. Ja. André, hast du mitbekommen, was da mit Dänemark und Norwegen passiert ist? Warum die plötzlich faschistisch waren? Nee, das habe ich nicht gecheckt. Vielleicht ist die KI, hat es selber gemacht. Ja, aber die waren ja beim letzten Mal auch nicht. Und ich habe weder beeinflusst noch sonst was. Also. Ich weiß, das hat uns auch gewundert, weil auf einmal war Norwegen, stand dritte Achsenmächten bei dem. What the fuck? Dänemark ist gleich. Ich habe eine Anfrage von Nordseereich bekommen. Nicaragua hat kapituliert. Alles El Salvador. Und jetzt liegt es an mir her. Wann tritt eigentlich China endlich den Comintern bei? Ist doch kommunistisch genug? Das ist eine gute Frage. Das werden wir gemeinsam herausfinden. Sobald ihr es angreift, vielleicht. Warum sollten wir China angreifen? Ja, die. Wenn wir China angreifen, dann ist das der Rest dazwischen aber schon erledigt. Nee, ich weiß nicht, ob wir es einladen sollen oder nicht. Schalke wollte schon, aber wenn die loslaufen mit ihren 400 Divisionen... Es macht es nicht. Nee, dann fressen, ist die... Die fressen euch den Nachschub weg. Nein, ist, ja, das macht sie ja von selbst. Also wir müssen sie ja nicht versorgen, wenn sie denen unserem Bündnis beitreten. Pass mal auf, angenommen, ich hatte den Fall auch schon mal. Ich meine, ihr könnt es gerne machen. Aber wer war denn das? Ich glaube, es waren den Alliierten. Die standen an meiner Küste und haben alles weggefressen. Unglaublich. War nicht gut. Ja, deswegen die Organisation geflöten. Aber wenn ich da sehe, was Schalke da für eine Organisation hat. Ich weiß nicht, warum ich so schlecht bei ihm ist. Oh. Ich denke mir gerade, warum sehe ich jetzt die Einsatzreichweite meiner Raketen nicht? Ich sehe es nicht und sehe nicht und zoome raus, bis ich sehe, ich könnte Washington bombardieren. Was? Okay, nicht ganz, aber New York. Ja, wenn wir spielen ohne Atombomben, ne, so wisst. Ja, ohne Atombomben, ja, mit Raketen. Ja, Raketen könnt ihr schon machen. Also ist das voll unrealistisch, solche große Raketen. Hallo? Von Deutschland aus. Die V3 gebaut oder was? Ja, und weißt du, wo die Raketen stehen? Berlin. Königsberg. Ach, bin wieder da. Baby. Also das heißt, ich baue jetzt in Brüssel erstmal Raketen. Platz die ganze Zeit weiter, was macht ihr das? Ich nicht. Schaki ist nicht da. Mach nicht weiter. Vielleicht drückt der weiter, frag mich nicht. Er drückt die ganze Zeit weiter, genau. Weiter. Ey, was machen die Bullen? Frank, guck mal an deine spanische Küste. Im Atlantik. Ja, ich beobachte das schon. Ich frag mich, warum? Im Ärmelkanal sind auch nochmal neue Divisionen. Ich verstehe nicht, warum ich in ganz Europa die Flugzeuge sehen kann. Das ist aber komisch. Ich sehe zum Beispiel in Istanbul, sehe ich in Schalke seine Divisionen, nicht ganz Türkei. Selbst wenn ich gegen die kämpfe, ich sehe nicht, was da steht. Ja, es ist wahrscheinlich, weil der hohes Intel hat und du wenig. Nö, ich habe alles erforscht und ich sehe es ja auch in Ostbalkan und überall. Ich sehe überall seine Divisionen, nur nicht in Istanbul. Selbst die Divisionen, wo er in Griechenland gelandet seid, die habe ich auch sofort gesehen. Also ich verstehe es nicht. Hm. Werner müsste ich ja alle nicht sehen dürfen. Ja, ich sehe halt überall Flugzeuge. Auch welche.
Hier sind die Briten. Oh, die kenne ich nicht. Das sind überall dieselben. Das sind überall dieselben Modelle. Wie lange wollen wir heute machen? Ja, nicht lange. Eigentlich ist es zu Ende jetzt. Wir können eigentlich hier pausieren und speichern, würde ich sagen. Es ist ja schon fast 11. Ich meine, wir haben jetzt ungefähr 2 Stunden, 1,5 Stunden gewartet, bis alle Leute fertig telefoniert waren, oder? Ja, ja, das ist ja lächerlich. Ja, dann beenden wir das jetzt, oder? Und gut ist. Gehen das nächste Mal weiter. Tappen wir das mal auf Sharky und dann... Ja, aber es ist ja egal, wer speichert. Nur einer muss speichern. Und... Ja, es hat mir ja trotzdem mal... Gut.